Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben da draußen. Weiter geht's mit Dead Island Riptide mit meinem Zuckerschnütchen Jan. Oh, bonjour, Madame. Willkommen hier wieder zurück auf unserem kleinen, süßen, romantischen Balkon. Einen schönen Urlaub und jetzt geht es wieder zurück zu der Jacqueline. Aber komm doch, Erwin, ich wollte dir noch geben eine Küss. Jacqueline! Komm her, ich muss dich küssen. Komm her, ihr. Ich bin bei der Jacqueline. Tut mir leid. Komm her, ich muss dir geben eine Küsse. Nom 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 A hostel in town was turned into a kind of field hospital. Aha. You might want to go over there. Nee. If you need more information, speak with Cecil. Aber ich wer ist Cecil? Ich wollte okay, das... Okay, the cinema is locked down. I also found another survivor. Did you hear that? We're going to be all right. We're all on our way. Die sterben doch jetzt alle auf dem Weg hierhin. Ob das so toll ist, einfach nur mit Popcorn zu überleben? Ja, ja, Mann. Thanks again for rescuing me. I thought for sure I wouldn't survive. It looks like you could all use a place to heal and rest up. This is hopeless. Where will we go? They're already there. Well, at least we have a roof over our heads here. When the plague first hit, everyone left. I thought the authorities would eventually come, so I stayed behind. I was worried about looters. Little did I know that would be the least of my worries. Everything. Oh, sie ist so eine Diva. Mhm. Couldn't bear to leave it behind. But now, after all that's happened, I'd like to go with you. You're welcome to come, but no promises. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. Any luck contacting the base? No. Maybe their radio's down. What the hell happened here? The disease spread so quickly, the army created a quarantine zone. They said they had it under control. But they did. Klar sagen die immer. Outside, the base looks intact. As I said, Commander Briggs is a friend of mine. This base is our only chance for rescue. We must get in there. I wouldn't. The military abandoned this town and everyone in it. They locked themselves in that base. Anyone who approached, anyone seeking shelter, was shot. After a while, people stopped trying. Bloody heroes, eh? Jesus. Look, they must have thought those citizens were infected. Otherwise, they would never have done something like that. Als ob. Just like Nolans. And that's just how it works. Is Harlow here? Mm-hmm. I thought she was with you. Who saw her last? I thought we ran like crazy. I thought she was with us. Fuck! You left her behind, just like you'd leave us all. Jesus Christ, woman. Get a grip. Or what? You gonna hit her? Chima is right. All you immunes are getting a little crazy. How? What the hell are you saying? You don't trust us now? Well, maybe I don't fucking trust you. Everybody, just calm down. It's the chemicals, the mutagens. Look at them. They can barely control themselves. Bitte? Come on, people. We've gone too far to give up now. Ja, ich weiß schon, wie ich zurücklasse, du. If the guards make trouble, I'll talk to them on the radio. It's the only way we're getting out of this alive. Do your job. Sagt er so einfach. Darf ich da so 2, 3, 5 Menschen da zurücklassen? Einfach so, weil... Mach mal. Weil die einfach ein bisschen Idiot sind? Das ist wegen den Chemikalien. Ja, ja. Marvin, was ist los? Ja. Und danke für Jacqueline retten. Hier, nimm jemanden. Lisa kann das. Was sagte denn der Marvin? Ach, egal. Ich verkauf mal. Ach, der hat die Axt. Ja, ja. Ich werde mal eben verkaufen. Was kann die denn? Das behalte ich. Das Ball kann einfach nichts. Nee. So, hier verkaufen. Das behalte ich mal. Den wollte ich auch behalten. Und das würde ich gerne upgraden, wenn wir irgendwann mal eine Werkbank hier finden. Bei Jacqueline war eine Werkbank. Bei Jacqueline war eine Werkbank. Kommen wir denn jetzt zur Jacqueline? Ach, da war's. Da ist Jacqueline. Ja. Da ist eine Werkbank. Perfekt. Muss ich mich auch nochmal schnell repairen hier.
Weil das hier, ich glaube, das könnte sich gut machen. Den Revolver verkaufe ich. Das bringt nichts. Schocker. Oder Starkstrom. Lieber Starkstrom, ne? Weiß ich nicht, aber... Ja, lieber Starkstrom. Pistole, weg damit. So. Dann machen wir das automatische Gewehr noch nach ihr. Oh genau. Yeah, baby. Das ist nämlich echt... Ach so, hä, warum hat er das denn jetzt damit ausgetauscht? Nee. Moment, nein. Zurückkaufen. Ja, ich möchte die Pistole zurückkaufen und ich möchte dir den Revolver verkaufen. Das ist okay. Dankeschön. So, ist das noch viel schöner. Aber dass man ständig immer alles reparieren muss hier, geht mir ja ein bisschen auf die Nerven. So, die Axt kann ich dann auch noch verkaufen. Und die Bleiche nehme ich auch noch mit. Ja. Die B-Leiche? Ja, die B-Leiche. Ja, okay. Bist du fertig? Komm mal weiter. Ja. So stressen sie mich nicht. Ja, ich weiß ja, wie es ist. Ich komme aus dem Tritt. Ich hab was. Right. So. I'll go and see what's happened at the military base. Okay. The base's defensive grid and alarm system are probably active. So the soldiers will attack at the first sign of intrusion. Oh, wunderbar. Mhm. If that's the case, you'll need to blow the gate and proceed inside. Ja, klar. Just be careful about it, all right? Mhm. We don't need to start World War III. Weißt du? Und erst sagt er noch so. Er wollte er nicht mit denen dann über Funk reden? Ja. 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 Is an old friend of mine. When you find him, get him on the horn and I'll talk to him. He'll help us out. Ready to go? Ja, klar. Ja, alles klar, tschüss. Godspeed. I'll stay in touch by the radio. Was ist hier? Wunderbar. Hier ist nichts. So, aber ich würde jetzt trotzdem gerne mal langsam ein paar Nebenquests erledigen. Kommen wir jetzt zu dem sicheren Ort? Ich glaube, jetzt kommen wir da nämlich hin. Zu dem sicheren Ort? Vielleicht. Wieso ist meine Karte so düster? Weil wir da noch nichts aufgedeckt haben. Ach so. Was ist das? Das ist die Militärbasis, ja. Und die andere Quest, die haben wir ja verkackt, die Geschichtsstunde, ne? Das wäre nämlich da in diesem ehemals überfluteten Bunker gewesen. Naja, gut. Na gut, wir können ja wieder zurückgehen. Ja, das stimmt. Komme ich hier eigentlich raus? Was ist denn hier? Exit. Aha. Also welche machst du jetzt? Den sicheren Ort, sagst du, ne? Ja, ich würde das gerne mal probieren. Ja, okay, dann lass uns zum sicheren... Wo ist hier der Ausgang? Ich habe keine Ahnung, ich... Ah, übers Dach. Hä, ich bin draußen. Wie bist du rausgekommen? Durch die Tür. Durch welche? Die, wo Exit draufsteht? Ja. Du meinst, Hier, warte. Guck mal, okay. Hier, genau, und dann hier. Ach, da steht Exit drauf, da kann man rausgehen. Und die lassen die kleinen Helden einfach offen. Ja. Puh. Jetzt weiß ich nicht, wie wir dann da hinkommen, wo wir hin wollen. Warte, wo wollen wir denn hin? Wir wollen... Rumkommen. Das ist nicht Militärbasis. Wo ist der sichere Ort? Ist das der sichere Ort? Oh, wie kommt man denn da hin, ey? Da lang, theoretisch. Sicherer Ort. Eingang zur Todeszone. Oh. Ja. Ich glaube, das ist erstmal los. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, wo du lang gehst. Wir gucken einfach mal. Irgendwo werden wir schon ankommen. Richtig. Moinsen! Na? Du auch noch? Aua! Sag mal! Was ist denn los mit dir, hör mal? Feierabend hier! Hey! Schwupp! Hier noch einer? Ach, da ist noch einer. Mensch! Oh, der lebt noch. Warte gleich nicht mehr. Das erledigt sich bei dir aber ganz schnell. So, war hier nicht ein Dingens. Was denn? Ach so, so ein Rammer, ne? Ne, das ist hier nicht. Aber hier ist eine Leiter. Wollen wir da aber auch gehen? Ja, da würde ich mich aber jetzt dafür entscheiden. Aua! Geh weg! Oh, Junge, was ist los mit dir? Oh, das warst ja du? Ja, bin auch da. Ich hab dir gerade
Ich hab dir gerade einen Stein auf den Kopf geschmissen. Ist okay. Upsi. Wie war das, wenn hier einer Bloody schlägt, bin ich das? Ja, ja, safe. Hier ist auf jeden Fall noch eine Werkbank. Okay. Gut, die sitzen. Ja, lohnt sich mega. Ich gehe da mal wieder runter. Nicht. Oh, kannst du mich kurz aufsammeln, bitte? Ja, so, ja. Wo bist du? Oh nein, jetzt muss ich die Leiter wieder hoch. Ach, Jan, bis ich oben bin. Ich bin hier, ich bin hinter dir. Ich bin halt schon despawned und wieder neu gespawnt. Ja, dann ist doch gut. Ich hab's einfach verkackt. So, hier war man, glaube ich, noch nicht, oder? Nee. Maybe there's something in here. Dann lass uns das mal angucken, du, nicht? Da bin ich gespannt. Na, mein Freund, bist du denn am Leben? Wir müssen aber hier lang, ne? So wie es aussieht. Warte, ich guck mir den mal an. Den habe ich mir auch mal von ihrem angeguckt. Der hat keinen Kopf mehr. Oh, wow. Ja, was denn jetzt? Komm. Uah, ich komm. Wow. Uah. Ah, die Schreierin. Oh, scheiße. Okay, alles klar, ich verstehe, was sie macht. Ja. Kannst du mich... Nein, kannst du nicht. Na gut. Gut. Verdammt, ich wollte dich noch aufheben. Das ist nicht weiter schlimm. Es ist nur Geld, was verloren geht. I did some damage. Genau. Und da ist der Kopf noch runtergeplatscht. Warte, ich hole jetzt die Schreierin direkt mal. Ja, nice. Ey, Roberto. Ah, oh, wow. Die stunt dich halt richtig hart. Ja, da machst du nichts mehr, ne? Nee. Boah, die ist fies. Die ist ein bisschen uncool, die junge Frau. Ich probier mal. Alles klar. Oh, ich habe noch genau einen Schuss. Das ist ziemlich uncool. Die stirbt halt auch einfach nicht. Na komm her. Zack. Die stirbt halt nicht. Ach, wow. Jetzt stirbt sie. Hat sie wenigstens einen guten Loot dabei? Nee. So, warte. Ich gucke mal auf die Karte. Oh, da hat noch jemand eine Quest. Ich glaube, hier so. No. Ist da noch ein Help Me? Da ist noch eine Quest. Eine Queste. Oh, ist die Quest oder kann man nicht? Der ist leer. Hier können wir reingehen. Ja, Moment. Müssen wir hier rein? Tatsächlich müssen wir da rein wahrscheinlich. Oh, aber du hast einen Brutzler. Ja, ich habe einen Brutzler. Der Brutzler, damit auch ihr Zombie heute geröstet wird. Nämlich. Kleine Werbung. Aha. Let me take a look at you, halt Fresse. Entschuldigung, ich bin heute wieder super nett. Ja, doch, du bist, wie immer höflichst uns zuvorkommend. Da hast du eine Ahnung. Klar, dann kriegst du jetzt einen closer Look von mir. Mit meinem Schläger in der Hand. Mhm. Hier. Okay, wer bist du? Tag, du bist Sissel. Ah, zu dem sollten wir doch eh. Ja. Hi, Sissel. Hilf im Hospital, was willst du denn? Ja, gut.
Nein! Ja klar, machen wir doch. Safe, immer für dich. Natürlich. Für den Doktor tun wir fast alles. Ist okay. Ist okay mit deinem geschlossenen... Guck dir mal das Hemd von dem an, den Hemdkragen. Ja. Gut, ne? Lass mal gucken, was mit dem Strom nicht stimmt. Gehen wir mal Strom gucken. Strom kenne ich... Aua. Strom kenne ich mich ein bisschen mit aus. So, wo geht das hier in den Keller? Da lang. Erstmal ein Energy Drink. Erstmal Alkohol mitnehmen. Gut. Weißt du, ich nehme den Energy Drink, sie nimmt mal direkt Alkohol. Hier, yeah, ja, Fuse Box. Oh, scheiße. Ich befürchte, das war er nicht. Oh, so, Katsching! Okay. Chin. Oh. Läuft! Hey, Tag! Kann ich jetzt mal aufhören? Oh, hallo! Aber warum wollt ihr denn eigentlich immer alle zu mir? Was stimmt denn mit euch? Ich weiß, dass ich hübsch bin. Ich weiß, dass ich geil bin. Aber das ist jetzt dann echt irgendwann langsam anstrengend. Die sind halt einfach... Ja, die sind scharf auf dich, Jan. Oh, Mann. So. Wenn man hier ein bisschen was sieht. Weißt du, dass wir Taschenlampen haben? Ja, wenn die aber leer ist, dann bringt die auch nichts. Das ist völlig richtig. Ich habe meine schon aufgebraucht. So, ich nehme dafür den Alkohol mit. Jetzt hast du es. Frech. Ja. Okay, es leuchtet sogar durch die Wand. Ja, geil. Das ist eine Wunderlampe. Aua. Zack. Zack. Ach, Jan räumt schon im Nebenraum auf. Das ist gut. Ja, ja. Ich dachte mir mal, ich sag mal hier dem Mann hallo. Weil, ne, weil ich's kann. Klebeband. Wow. Ah, hier. Easy as pie. Easy as a pie. Oh, great. Looks like a blown fuse. Oh, nö. Und schon wieder eine neue Sicherung. Und die lassen sich auch nichts Neues einfallen, ne? Oh. Ja, ich schließe mich. Lass mich raten. Ja, unten in der Kanalisation an der dritten Ecke, rechts hinter dem vierten Monster, ist eine Sicherung, glaube ich. Oh, hör auf, ey. Aber guck mal, wie schön das Wasser reflektiert. Ist da etwa RTX an? Schön. So, und dann hier lang und dann noch weiter nach oben. Why not? Wir es können. So, Kumpel. Did you figure out what the problem is? Ja. Yeah, it's the electrical box. Do you happen to have a spare fuse? I don't know, sorry. But there's a Stroboscope. Called Greg's, I think. And they should have fuses. Watch out for the owner though, he's a bit of an ass. Mhm. Ja, suche in Gregs Wohnung. Wo ist Gregs Wohnung? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen hier wieder raus. Yep. Diese Richtung? Ja, diese Richtung. Oh, ist das nicht schön. Wieder eine kaputte Sicherung. Hatten wir schon so lange nicht mehr. Da vorne irgendwo, okay. What's in here? Ist das schon wieder eine Schreierin? Ja, Mann. Oh, warte. Habe ich noch? Nein, ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ein Tritt, ein Schnitt, ein Bumserassassa. Ah, geh weg. Boah, ist die mies. Ich weiß auch gar nicht, wie wir die am besten... Ja, versuch mal.
Jetzt nicht mehr. Ja, ich bin trotzdem noch gestunt. So, ich guck mal oben. Ich glaube, wir sollten da lang gehen. So, was? Wo lang? Oh. Jetzt wäre Munition langsam mal was ganz Feines. Das lief ja jetzt gut. Ich glaube hier lang. So? Hallo! Ich hab wieder Kinder. Ja, okay. Verarsch mich doch nicht! Kommst du klar? Nee. Gut, ich verkloppe den anderen, okay? Ich bin down. Oh nein! Der hat mich halt zweimal richtig hart erwischt. Guck dir, was der für Schaden macht. Fuck, one shot! Ja, okay, one shot nicht, aber. Okay. Okay, ja, mein Freund. Oh, weil wir gerade bei Looten sind. Ach so, nee, hier lang wollten wir. Hier gibt's eine Ecke Koffer. Ich komme schon. Guck mal, kaum habe ich Loot gehört, schon bin ich da. Granate! Oh, was liegt hier? Da lag doch noch was. War das jetzt wichtig oder eher nicht so? Ah doch, ich habe hier ein Erinnerungsfoto gefunden. Oh, wo? Hier auf dem Tisch. Oh, habe ich das übersehen? Ja, das ist nicht mehr da. Oh. Dann gibt's das nur einmal. Hier läuft Musik. Who do you voodoo, bitch? Ey, das ist mein Spruch. Ja, aber das Lied läuft hier. Oh, hier liegt noch Fleisch. Oh ne, war Geld. Hä? Sei nicht, du hörst das nicht. Nö. Achtung, ich habe eine Mine hingelegt. Hui. Okay, von der eigenen Mine gegrillt. Upsi. War vielleicht nicht ganz so clever. Unter Umständen. Aber hier ist auf jeden Fall einer drin, der hat eine Quest. Aber oben. What do we have here? Kommen wir denn da hoch? Hier ist keine Leiter. Also jetzt muss ich ihm erstmal hier kurz hier eine mitgeben noch. Mach das. So. Vielleicht hinterm Haus? Ja, ich gehe gerade gucken. Geht wie nicht. Das ist aber jetzt strange. Ach ja, ich höre euch. Ja, komm her, ich höre dich doch schon. Komm her, Schwester. Ja, dann halt so. Die hat Ammoniak in der Hose? Was? Ich mach mal die Koffer hier leer. Ich möchte da nicht näher drüber nachdenken. So. Naja, so rein chemisch gesehen ist das gar nicht mal so unabwegig, glaube ich, oder? War das nicht so, dass Pipi auch ein bisschen aus Ammoniak besteht? Hier geht's hoch. Ich gehe hier einfach mal lang. Ja, Jan, ist das so in Ordnung? Ich guck mal einfach hier so. Was denn? Hast du was gegen Chemie? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich war Chemie eins meiner Lieblingsfächer in der Schule. Okay. Oh nee, hier ist nur eine Werkbank. Oh, und ein Bauplan. Oh, Bauplan ist gut. Ja, aber. Aber. Aber ist eine Band. Gewesen. Aua! Ich komme hier auch nicht aufs Dach. Nee, das hat irgendwie nichts gebracht. Sag mal, warum kann ich die Leiter nicht benutzen? Weil ich gerade hochgehe, vielleicht. Runtergehe, vielleicht. Jetzt. Oh, nee. Er geht ran und geht wieder weg. Das ist extremst komisch. Ach, die nimmt er. Na wunderbar. So. Aber ist nix, ne? Nö, ja, aber den Bauplan nehme ich tatsächlich auch mal. Ja, klar. Aber das bringt uns jetzt nicht so viel. Nee. Dann gehen wir erstmal weiter zu der Wohnung. Vielleicht kommen wir da später noch irgendwie wieder rein. Ja, vielleicht eben. Oh, guck mal, Loot. Also, die haben ja schon ziemlich viele Köfferchen liegen lassen, ne? Ja. Kennen wir doch aus dem ersten Teil.
Ja, schauen wir alle, was sie gemacht haben. So. Oh. Na, du lebst doch bestimmt noch. Wusste ich doch. Eine dringende Energie. Und du lebst doch 100 Pro auch noch. So. Sehr gut. Ich wollte auch mal drauf springen. Hast du gut gemacht. Ja. Nix da. Was seid ihr denn? Da ist ja Action. Aua, sag mal. Was ist mit dir los? Hä? Oh. Was hat dich da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Fass geworfen. Da hinten hab... Mist. Und... Ich weiß es nicht. Ich war gerade... Autsch. Ich bin an derselben Stelle gestorben. Wunderbar. Gut, ne? Wunderbar, ich warte hier. Och, ja, bitte. Bin da. Kann man mal... Sag mal, hallo. Der Egal, wir müssen bitte. Eh weiter in die Richtung. In this way. Aber die hat Totenköpfe, ne? Kann das sein? Wirklich? Bei mir sagt er, ich muss aber da hinten lang. Was ist denn da los? Habe ich wieder die falsche Queste aktiv? Wirklich? Wir wollen sichere Ort, ne? Nee, in die Dunkelheit haben wir jetzt aktiv. Ja, richtig. Okay, dann müssen wir... Dann sind wir da, wo du bist, falsch. Hier, nee, hier der Art... Hallo, Kumpel? Warte, da komme ich doch hoch. So. Nee. Ach, bitte, komm, Junge, du siehst mich doch hier. Rede doch mit mir. Weißt du, du könntest auch mal auf die Rückseite von dem Wagen gehen. Da sind Kisten. Aber ich will nicht. Ja, hau was raus. Hast du für mich? Ja, cool. Wir haben Alex gerettet. Wow, wir haben Alex gerettet. Dann kann ich ja Sachen verkaufen. Was hat der denn? Pläne? Das behalte ich mal. Ja, das behalte ich alles mal. Ich kaufe erstmal die ganzen Baupläne von ihm. Was macht denn meine Pistole? Deutlich mehr, okay. Der Baupläne? Der hat Baupläne, 3 Stück. Oh. Recht hast du, ist gekauft. Eine Botox-Schrotflinte? Nee, lass mal. Übrigens? Ja? Komm mal wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Ich weiß genau, was der Mann vorhat. Komm mal her, komm. Ich kann nicht! Tschüss, Jenny. Okay, ja, dann bedanke ich mich wieder bei euch allen fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.